So Leute, ja, nochmal hier vom Wannsee. Und dann schauen wir nochmal, hier haben die Menschen nach Jahren, Jahre und Jahre haben sie die Wurzeln hier selber hingepackt und haben es so gebaut oder hingelegt, dass man denkt, dass es natürlich ist. Und es kommt ganz natürlich rüber, wie beim Aquascape. Man sieht es ja eindeutig, was? Sehr gelungen, muss man sagen. Ja, man kann dann da auch da runterspringen und dies und das. Also sieht sehr angenehm aus, oder? Sehr kreativ. Also von Natur ist das hier nicht gemacht. Das ist vom Menschen. Gut, schauen wir mal die andere Seite. So, und hier haben wir auch nochmal. Das ist auch, okay, das ist jetzt natürlich, das sieht man ja. Ja, aber das ist dann so rausgewachsen. Das sieht man hier auch. Ja, aber das war ja auch alles mal hier Boden gewesen und dann wurde es einfach mal alles strandmäßig, keine Ahnung, so ein bisschen zerstört oder irgendwas gemacht und dann hat sich das langsam und langsam immer mehr, hat sich das so aufgelöst, wa? Das war bestimmt nicht mal hier unter Wasser alles. Und da sehen wir hier die roten Dinger, die Wurzeln, die roten Dings, ich weiß nicht, wie nennt man die, Rotalge, wa? Ich denke mal, wird eine Rotalge sein oder so, ich guck nochmal. Könnt ihr besser sehen und besser, kennt euch vielleicht besser aus, weil ich halte ja nichts von diesen ganzen Bezeichnungen, weil es ja alles Einschätzungen sind. Dann haben wir hier ganz, ganz viele Babyfische. Die spielen hier mit den ganzen Jugendlichen und Kindern mit. Man sieht sie überall. Ganz genau, oder? Die lassen sich gar nicht beirren hier von irgendwie von den Menschen, die hier rumschwimmen und so. Die halten sich hier alle in Position. Sind alle hier richtig so im Schwarm. So richtig. Ich muss noch mal richtig zeigen, den Schwarm. Ja. Spiegelung ist jetzt durch, ich mach mal zurückspulen, zurückzoomen. Jetzt guck mal, der Schwarm geht von dahinter, der geht einmal rum um diese Insel, guck mal. Der geht einmal so richtig geil rum. Seht ihr das? Und der geht immer mehr da und keiner ist hier großartig. Was meint ihr, was passiert, wenn man hier so reinspringen würde? Ja? Dann würden die alle abhauen. Ja? Und die Enten, guck mal, die Ente schläft da auch, die beiden Enten, ganz und angenehm so. Also diese Inseldinger hier sind schon angenehm, muss man sagen, wa? Aber die haben natürlich irgendwie so Rotalgen da unten, aber das ist... Erinnert mich wieder an so eine roten Krebse, die ich ja gerne mal auch begegnen möchte. Ja, hier haben wir auch nochmal so. Sehr angenehm, muss man ja sagen. Genau. Ja, muss ja auch nochmal jemand anders zeigen. Okay, angenehme Momente gewünscht.